Hallo und herzlich willkommen bei die Sachsenkriller. Unser Justus Keramikgrill möchte natürlich auch gerne mal getestet werden von uns. Schweinebauch mit Honigschmack. Richtig. Klingt interessant. Wie das geht, schaut es euch an. Und das Ganze natürlich im Gasbetrieb. Viel Spaß. Unser erstes Rezept aus dem Keramikgrill braucht natürlich auch ein paar Zutaten. Wir haben uns für Schweinebauch mit Honigmopp entschieden. Wir haben hier unsere Zutaten stehen. Das ist ein 1,3 Kilo schwerer Schweinebauch, ein Stück mit Schwarte und mit Knochen. Den haben wir nur von Fett und Sehnen befreit. Würzen werden wir das Ganze mit einer selbst hergestellten Würzmischung. Und zwar sind das getrocknete Chilis, Salz, Cayennepfeffer, Abrieb von einer Orange und von einer Limette. Ich hoffe, man kann das sehen hier unten von der Limette. Etwas Zitronengras, brauner Zucker und Koriander. Und unser Honigmopp braucht natürlich auch ein paar Zutaten. Das ist Zitronensaft von zwei Bio-Zitronen sowie die Zesten davon. Etwas Rinderfond, grobes Meersalz, Knoblauch, eine rote Chili, zwei rote Zwiebeln und hiervon etwas Honig. Aber wie ihr wisst, die genauen Schritte und Mengenangaben findet ihr in unserem Rezept auf der Webseite. Beginnen werden wir als erstes damit, indem wir hier mit einem scharfen Messer die Schwarte etwas einschneiden. Und zwar alle einem Zentimeter ungefähr. Und hier ist natürlich ein scharfes Messer unabdingbar. Aber ich denke mal, das Thema mit der Schweineschwarte und dem scharfen Messer ist bekannt. Haben wir das in die eine Richtung und drehen das Ganze um 90 Grad und fahren hier nochmal lang. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das in Rauten zu schneiden. Aber da ist jeder Musterfreak seines Glückes Schmied. Wir finden natürlich dieses Schachbrettmuster besser. Und zwar hat man hier schöne einzelne kleine Würfe. Das sieht man, schön ins Fett reingeschnitten, nicht ins Fleisch. Und zum Zweiten hat man dann noch schöne Abschnitte, wo man den Schweinebauch bzw. sich die Scheiben runterschneiden kann. Ist das Ganze geschehen? Nehmen wir hier die vorhin aufgezählten Gewürze, vermischen die miteinander. Sind die Gewürze ordentlich miteinander vermengt, geben wir diese über unser Fleisch, auch auf der schwarzen Seite, etwas richtig schön einreiben in die Ritzen. Und dann drehen wir das rum und machen das natürlich ringsrum mit dem ganzen Fleisch. Schön eindrücken und das, was runtergefallen ist, nehmen wir für die Seiten und Schnittkanten. Ist unsere Gewürzmischung ringsrum an dem Fleisch verteilt, welche ich hier am Rande, muss ich das mal erwähnen, welche einfach nur sensationell riecht. Dieses Frische von der Zitrone, das Fruchtige von dem Orangenabrieb, also wenn das nicht eine runde Sache wird, dann weiß ich auch nicht. So, genau. Ist die Gewürzmischung überall dran, kommt noch der letzte Schritt, beziehungsweise der vorletzte Schritt. Wir wickeln das richtig schön straff in Frischhaltefolie ein. Ruhig mehrmals ringsrum. Und zwar schön straff. Dass wir ein richtig schönes, straffes Paket haben. Und so ersparen wir uns zum Beispiel auch das Vakuumieren. So, ist die ganze Geschichte jetzt ordentlich verpackt. Das kommt jetzt für 3-4 Stunden schön in den Kühlschrank, damit die Würzmischung und die Zitronensäure und dieses ganze Aroma, was sich hier in der Küche verbreitet, am Fleisch wirken kann.
Und dann kümmern wir uns um den Mob. Wir müssen das Ganze heute leider aufgrund des Wetters mal am heimischen Herd machen. Wir kümmern uns jetzt, wie schon gesagt, um den Mob. Als erstes schwitzen wir hier den Knoblauch, die klein gehackte Chili und die roten Zwiebeln etwas an und geben gleich den Honig mit hinzu, dass er richtig schön zerlaufen kann bzw. ordentlich karamellisieren kann, das Ganze den kompletten Zucker und den Geschmack abgibt. Ja, ich habe ja ganz vergessen, vor uns noch aufzuzählen, hier kommt natürlich auch noch etwas Zitronengras kleingehacktes mit hinein, welches ich dann hier hätte. Also mit hinein zum Anschwitzen, gut durchrühren und etwas köcheln lassen. Ist das Ganze jetzt schön weich und angeschwitzt, das merkt man, wenn man ein bisschen hier auf den Zwiebeln oder auf dem harten Zitronengras rumdrückt, dass das richtig schön weich geworden ist, haben wir jetzt den Zitronensaft mit den Zesten und geben wir hinein unser Meersalz und den Rinderfond. Das alles nochmal gut durchrühren. Für 2-3 Minuten nochmal schön köcheln lassen bei mittlerer Hitze und dann beiseite stellen und abkühlen lassen. So, die erste Benutzung natürlich unseres Keramik Blackjack XL Duo ist ran angebrochen, nenne ich es mal. Vielleicht kann man es von der Seite kennen. Ich habe ihn jetzt mal richtig schön hochgeheizt unter Gas. Wir waren jetzt bei 320 Grad. Habe jetzt auf die niedrigste Stufe vom Brenner gedreht, habe das schon mal getestet. Da sind wir ungefähr bei 150, 160 Grad im Inneren. Und genau bei dieser Temperatur geben wir jetzt unsere vorbereitete Konsistform hinein. Hier sieht man jetzt quasi unseren Schweinebauch. Den habe ich noch schnell ausgewickelt und hier mit auf diese Konsistform auf das Gitter gegeben. Und hier hinten haben wir unseren Mob, dass der einfach mit erhitzt wird, wenn wir dann unser Fleisch zwischendurch immer mal bestreichen werden. Ist natürlich Quatsch, wenn das jetzt bei den Temperaturen oder Außentemperaturen immer wieder nur kalt oder hart wäre und wir würden jedes Mal die Energie, die das Fleisch schon besitzt, auskühlen. So, schnell Deckel zu. Eingangs hatte ich ja gesagt, wir müssen alle 10 Minuten, Viertelstunde mal unsere Mopsauce aufbringen. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir diese aufbringen. Das ist ein Zwischenschritt, den wir euch hier zeigen. Aber ich denke mal, wir sind Richtung Ziel schon. Wir werden gleich mal die Kerntemperatur messen. Die genauen Zeiten erfahrt ihr natürlich am Schluss. Und wir sollten so bei 70 Grad, sollte das eigentlich haben, das Ganze. Und wir messen jetzt mal 53, sieht man das, André? Ja, Mann, es geht. 60, 61, ja, jetzt steigt es. Sehr gut. Also wir sind auf der Zielgeraden, wie ihr seht. 67, genau, noch 5, 6 Grad würde ich sagen. Und dann fahren wir den Grill nochmal hoch auf 300 Grad, damit die Kruste noch etwas krustig wird. knusprig, oh Gott, diese Wortfindungsstörung immer wieder. Und dann sollten wir schon am Ziel sein. Die letzten 10 Minuten haben wir die Gasflamme nochmal auf Maximum gestellt. Der Grill hat jetzt 300 Grad. Das soll natürlich dafür sorgen, dass der Schweinebauch bzw. die Kruste überbacken wird. Oder die Schwarte. Und ich würde sagen, das ist geglückt. Kerntemperatur war schon kurz davor. Ich denke mal, wir sind jetzt am Punkt angekommen. Anschneiden, verkosten. Fertig! Die Schwarte ist knusprig geworden. Ich hoffe, man hört es. Und natürlich sieht man es auch. Ich versuche jetzt, das Gerät mit einem mittig geführten Schnitt zu zerschneiden. Aber natürlich, bei meinem Glück treffe ich den Knochen. Oder auch nicht. Und ich würde sagen, Saftigkeit oder saftig wäre untertrieben. Sau lecker sieht das aus. Komm, verkosten. Ja,
Nicht nur das Fleisch wurde gemobbt, sondern auch ich die ganze Zeit. Ja, das Mobbing ist vorbei. Ja, weil ich musste die ganze Zeit zuschauen, nämlich. Jetzt aber ab in den kleinen Mund. Eine leichte Süße, merkt man. Das ist genau das rausgekommen, was ich am Anfang gesagt habe, wo ich das eingewürzt habe. Diese Säure von der Zitrone, diese leichte, diese Orange kommt durch. Jetzt dieser Mob noch dazu. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und aufhören soll. Also es ist wirklich eine runde Sache. Nur noch ein paar Eckdaten. Ihr habt es ja gesehen, 3-4 Stunden mariniert. Auf dem Grill war das jetzt bei 160 Grad. Natürlich konstant durchgelaufen, wie auch ganz anders sein. Für 3,5 Stunden. Und Kerntemperatur 73 Grad. Zum Ende ich würde sagen, den Härtetest hat der Justus bestanden, auf jeden Fall. Auf jeden. Deswegen sage ich nicht nur, der Justus ist zum Nachkaufen empfohlen, sondern auch das Video ist zum Nachmachen, besser gesagt, das Rezept ist zum Nachmachen empfohlen. Oh ja. Wem das Video gefallen hat, am besten einen Daumen nach oben geben, Abo abschließen, so verpasst ihr überhaupt nichts mehr von die Sachsengriller. Und beim nächsten Video seht ihr uns zwei Hübschen schon wieder. Bis dahin, sagt der Trainer Marco. Ich hoffe, wir euch auch. Genau. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao.